mit Maximilian Plenert aus Berlin. Der wird sich auch selbst vorstellen und seinen Vortrag hier erläutern, wie er es machen möchte. Und ja, dann kann es losgehen. Bitte. Genau, ich versuche es auch erstmal ohne Mikrofon, da ich immer ein bisschen in Bewegung bin. Ist so ein Mikrofon immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, man versteht mich bis ganz nach hinten. Genau, mein Name ist Maximilian Plenert. Ich bin im Bundesvorstand von Akzept und verdiene auch meine Brötchen mit Drogenpolitik. Also da habe ich den Luxus, einer der wenigen hauptamtlichen Drogenpolitiker in Deutschland zu sein. Und mein Vortrag auf Bitte der Gastgeber war Argumente für eine Entkriminalisierung auch in Deutschland. Man könnte sicherlich noch viel weiter ausholen, gerade zum Thema Cannabis als Medizin, auch was die politische Bewertung der ganzen Sache angeht, würde mir noch einiges einfallen. Und auch Drogenpolitik insgesamt über eine Entkriminalisierung, über Cannabis und über Deutschland hinausgehen, müsste man eine Menge sagen, weil wir stecken da doch insgesamt global und auch in einem Gedankengefängnis fest, in einem Gedankengefängnis, der wir haben es akzeptiert, dass gewisse Substanzen illegal sind, dass mit dem Betäubungsmittelgesetz, mit Strafrecht, mit der Polizei dagegen vorgegangen wird. Und dieser Rahmen, dieser prohibitiven, restriktiven, repressiven Kontrollpolitik, das bildet einen Rahmen um alles, was wir so denken und auch unser Handeln und jede noch so gute Idee im Bereich Drogenhilfe, im Bereich Prävention, Harm Reduction. All das darf sich erstmal nur innerhalb dieses Rahmens bewegen und alle Versuche, darüber ein bisschen hinauszugehen, haben es erstmal schwer. Wir kennen das von den Drogenkonsumräumen in Frankfurt, die erstmal in Grauzonen agierten, bis sie dann legalisiert wurden. Und vor 2-3 Jahren gab es auch ein Symposium zum Thema Drug-Checking in Berlin. Da war Professor Nestler da, ein Strafrechtler, der kam gerade aus München von einem Prozess gegen einen Kriegsverbrecher aus dem Dritten Reich. Und dieser Mensch, der sonst Strafrecht lehrt und sich mit solchen Fällen beschäftigt, musste nach Berlin kommen, um Menschen, die Drug-Checking betreiben wollen, also die Substanzanalysen betreiben wollen, um Risiken zu mindern und zu informieren, musste er beraten. Also da merkt man mal, auf was für einem ganz schmalen Grat sich solche neuen Ideen bewegen, wenn man einen Strafrechtler holen muss, wenn man einfach nur ein paar Substanzen prüfen möchte. Gut, heute werde ich mich auf Cannabis beschränken. Ich werde auch den gesamten Bereich Therapie, Prävention, das ist alles nicht meine Baustelle, werde ich nicht sagen, sondern mich mit Politik beschäftigen und mit Repression. Wie komme ich darauf? Ich werde am Anfang erstmal kurz zeigen, wie sieht denn Drogenpolitik aktuell in Deutschland aus? Was steckt denn hinter diesem Begriff? Ein zentrales Element davon ist die Reduktion von Angebot und Nachfrage, wie es so nett formuliert ist. Diese Politik, da betreiben wir seit vielen Jahrzehnten, da können wir eine gewisse Bilanz ziehen. Da diese Bilanz nicht sonderlich positiv ausfallen wird, wäre die Frage, brauchen wir eine andere Drogenpolitik? Welche Argumente brauchen wir denn? Und ich stelle die These in den Raum, brauchen wir denn überhaupt Argumente für eine andere Politik? Und da muss ich nicht viel eher die heutige Politik dringend rechtfertigen. Dass es im Bereich Drogenpolitik in den letzten Jahrzehnten kaum Änderungen gab, gerade, also wir haben zwar zwischen Konsumräume, Methadon, zwischen ein paar ganz wenige Leute, die auch Heroin bekommen, nach vielen, vielen Jahren des Stillstandes, aber dass sich gerade im Bereich Cannabis nichts getan hat, das führe ich auf ein gewisses Drogenpolitikproblem zurück, das ich kurz erläutern werde und am Ende werde ich dann zeigen, wie man vielleicht noch mit Cannabis oder mit Drogen allgemein, aber speziell mit Cannabis umgehen könnte. Wenn zwischendrin Fragen sind, einfach melden, dann beende ich meinen mentalen Absatz und nehme dann gerne die Person dran. Drogenpolitik in Deutschland. Na, was macht denn zum Beispiel unsere Bundesdrogenbeauftragte, die wir ja haben? Da gibt es eine schöne Broschüre, Heroin, Online-Sucht, Cannabis, Amphetamine, alles in die Tonne. So sieht sich die Bundesdrogenbeauftragte, in dem Fall noch die ehemalige. Zur aktuellen werde ich gleich noch mal was sagen, warum ich sie eigentlich nicht in dieser Funktion überhaupt anerkennen kann. Also das ist noch Mächte Diekmanns. Was macht sie? Sie gibt jedes Jahr einen Drogensuchtbericht raus. Wenn man den dann aufschlägt, findet man unglaublich viele tolle Modellprojekte, die dann immer durchgeführt werden und dann versanden. Viele, viele Zahlen und warme Worte. Das Einzige, was man darin nicht findet, ist das Wort Repression. Das ist komplett ausgeblendet.
Ihr Auftrag oder das Bundesgesundheitsministerium kümmert sich um drei Säulen und der gesamte Bereich der Repression wird in diesem Bericht vollkommen ausgeblendet. Deswegen sehe ich inzwischen die Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik, die traditionell etwas früher erfolgt, als des Drogenberichts erster Teil, der, wenn man Drogenpolitik betrachten möchte, dazugehört. Der Drogenbeauftragte erzählt immer viel dann auch von Prävention, ihre neue nationale Strategie. Da wird von Gesundheitspolitik gesprochen, von Prävention, von Behandlung, von Hilfen und wie toll präventiv wir doch alle sein möchten. Und Frau Dickmann besucht Beratungsstellen und macht schöne Pressetermine und kümmert sich sonst um nicht viel. Deswegen unser Blick in den Bericht Teil Nummer 1. Da stehen dann unglaublich viele Zahlen drin, da sind dann Straftaten aufgeführt, die Rauschgiftdelikte sind aufgeführt, es ist nach Drogen noch aufgeschlüsselt und auch aufgeschlüsselt, ob es denn sich um allgemeine Verstöße, um konsumbezogene Delikte handelt oder um Dinge wie Drogenhandel, Schmuggel, also das, was man eher organisierte Kriminalität nennen könnte, was auch nicht ganz stimmt. Da diese ganzen Zahlen Menschen immer nur schlagen, habe ich sie mal ein bisschen visualisiert und wenn man einfach mal aufschlüsselt nach Substanzen und nach Delikttyp, dann muss man feststellen, dass das, was als Rauschgiftbekämpfung genannt wird, was eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellt laut Bericht, im allergrößten Anteil konsumbezogene Delikte im Bereich Cannabis sind. 48% aller Strafanzeigen, die die Polizei unter der Überschrift Rauschgiftkriminalität schreibt, geht es gegen Konsumenten, gegen konsumbezogene Delikte im Bereich Cannabis. Das macht den Löwenanteil der polizeilichen Arbeit hier aus. Und auch bei den anderen Substanzen ist der Anteil der Konsumenten ein Vielfaches größer als der Kampf gegen Dealer. Wenn man sich auch nochmal anschaut, wozu machen wir das Ganze? Da ist ja zum Beispiel die Jugend ein Ziel, die man schützen möchte. Und dann muss man auch feststellen, dass ein Drittel aller Strafanzeigen gegen Menschen erfolgt, die unter 21 sind. Also die Zielgruppe des Jugendschutzes, den man mit dem Betäubungsmittelgesetz durchzudrücken, wird selbst das Ziel der Strafverfolgung. Und wer einmal Kontakt hatte, vielleicht gerade auch als junger Mensch mit Polizei, Strafanzeige bekommt, verhört wird, Hausdurchsuchungen erhält, der weiß, das ist alles andere als angenehm und man kann leicht davon ausgehen, dass sich diese Person nicht wirklich geschützt fühlt. Wenn man, das Ganze kostet auch noch ein bisschen was und da komme ich jetzt auch nochmal drauf, warum Drogenpolitik in Deutschland primär Repression bedeutet. Wenn man sich den Kuchen anschaut, wie viel Geld wird denn ausgegeben? Da gibt es eine schöne Studie vom Institut für Therapieforschung, die zum einen ausgerechnet haben, dass 10% aller öffentlichen Ausgaben im Bereich Sicherheit und Ordnung einen Bezug auf illegale Drogen hat. Das ist zum einen die direkte Rauschgiftkriminalität, aber auch zum Beispiel Beschaffungskriminalität, die auch ein Symptom von Mängeln im Hilfesystem ist. Und wenn man sich anschaut, wie viel Geld wird ausgegeben im Bereich illegale Drogen, dann ist das Verhältnis von repressiven Maßnahmen, also der einen Säule, zu allen anderen Säulen, der Prävention, der Therapie, der Schadensminderung, 7:3. 70% des Geldes, was im Bereich illegale Drogen ausgegeben wird vom Staat, fließt in Repression. In Polizei, in Justiz, in Gefängnisse. Deswegen meine These, Drogenpolitik ist in erster Linie Repression und jeder, der im Bereich Drogenhilfe und Therapie arbeitet, weiß, man könnte noch viel mehr machen, es wäre sehr viel sinnvoll, aber es fehlt das Geld. Für Repression ist interessanterweise immer Geld da. Das ist auch ein Teil dieser Klammer, die alles umschließt. Nochmal versucht, die Zahlen ein wenig runterzubrechen, diese hunderttausenden Delikte. Wir haben jeden Tag in Deutschland mehr als 600 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. 450 dieser Strafanzeigen richten sich gegen Konsumenten. Und auch von den 350 Verstößen wegen Cannabis gehen 270 gegen Konsumenten. Also jeden Tag erhalten 270 Menschen in Deutschland eine Strafanzeige von der Polizei
wegen konsumbezogenen Delikten, ein Drittel davon Jugendliche. Wir haben noch viele andere Punkte, auch das geht teilweise ein bisschen über Cannabis hinaus. Wir haben Telefonüberwachung, die zum Großteil wegen Drogendelikten durchgeführt wird, auch bis runter zur Ebene des kleinen Cannabiskonsumenten, wenn die Polizei irgendwo nicht mehr weiter weiß und irgendein Dealer sucht, dann nehmen sie im Zweifelsfall einfach die Handys von 10 Konsumenten, gleichen mal die Nummern ab und die Nummern, die häufiger auftauchen, bekommen mal ihre Telefonüberwachung. Wir haben 68 Jahre Haft wegen Betäubungsmitteldelikten, das ist fast ein Leben, das jeden Tag verhängt wird und jeden Tag werden vom Staat 2,7 Millionen Euro ausgegeben, nur zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Bereich Cannabis. Das ist über 1 Milliarde pro Jahr. Welche Nebenwirkungen hat diese Politik noch, außer dass primär die Menschen, die geschützt werden sollen, dass Konsumenten von der Polizei verfolgt werden? Wir haben da spannende Fälle von Cannabis-Toten, die plötzlich in Kriminalstatistiken auftauchen. In dem konkreten Fall war das in Bayern, wo sich ein Mensch einen Selbsttod begangen hat, indem er sich ertränkt hat in einem See und die Polizei hat herausgefunden, er hatte wohl Schulden und hat Cannabis konsumiert und hat dann daraus geschlussfolgert, dass das Cannabis ursächlich für seinen Tod verantwortlich sein muss. Und plötzlich tauchte dann ein Cannabis-Tod in dieser Statistik auf. Im Bereich Bayern haben wir noch viel mehr Helden. Also ist ja schön, wenn Polizisten immer sehr engagiert sind. Aber auch dort gibt es eine gewisse Verhältnismäßigkeit, die an den Tag gelegt werden sollte. Und der Eistaucher ist in diesem Fall ein Polizist, der im Winter einen Konsumenten angetroffen hat an einem See. Und der Konsument hat mitbekommen, oh, da kommt ein Polizist und hat einen Joint-Stummel. Mehr wurde nicht gefunden, in den See geworfen. Und der Polizist kämpft ja gegen Rauschgift, springt heldenhaft hinterher und birgt diesen Joint-Stummel, um ein Beweismittel zu haben. Ob das im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, im Sinne des Jugendschutzes ist, ich weiß es nicht. Wir haben auch viel Symbolpolitik, die hier betrieben wird. Das ist jetzt ein Fall in Neu-Ulm. Da gab es eine Diskothek, wo bekannt wurde, da wird dann auch immer mal gekifft. Passiert in Diskotheken. Und um zu zeigen, dass also auch kein rechtsfreier Raum ist, um zu zeigen, dass Drogen verboten sind, rückt dann spontan mal eine Hunderterschaft ein und nimmt 106 Besucher. Werden dann körperlich untersucht, das heißt, bitte einmal komplett ausziehen. Gefunden wurden dann irgendwie ein paar wenige Gramm Cannabis und ein paar Pillen. Ob das auch verhältnismäßig ist, weiß ich nicht. Wir haben Sondereinsatzkommandos, die bei Familien die Tür eintreten und erstmal den etwas älteren Familienhund erstmal erschießen, weil die Robocops sich bedroht fühlen. Das sind alles viele einzelne Beispiele, das sind nur die Fälle, die mir so bekannt werden, die auch Teil dieser Gesamtpolitik sind. Das sind sicherlich Einzelfälle, aber das summiert sich auf. Und so hat der Spruch, den mein Polizist im Präventionsunterricht abgelassen hat, dass auch nur ein einziger Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein ganzes Leben verbauen kann. Also er sagte erst, ein Joint kann das ganze Leben verbauen. Eigentlich war es dann der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, weil wenn man sich anschaut, was an so einer Strafanzeige alles dranhängen kann, an Folgeschäden, an Schulverweisen, an Arbeitsplatzverlust, an Führerscheinverlust, Wohnungsverlust und eine riesige Liste an sekundären Bestrafungen, dann muss man sich schon fragen, wer wird denn hier eigentlich geschützt und wer profitiert denn überhaupt noch davon, dass die Polizei und der Staat derartig vor sich geht. Auch die Delikte, also man könnte ja sagen, naja, es wird ja alles eingestellt bei Konsumenten, auch da haben wir weiterhin eine ganz massive Diskrepanz zwischen einzelnen Bundesländern. Kann sein, dass dieser Rechtsanwalt keinen Strom mehr hat? Nee, das ist nicht. Gut, probieren wir mal. Weiterhin eine gewaltige Diskrepanz, also gerade in den südlichen Bundesländern wird sehr, sehr wenig eingestellt. Vielleicht ein Ersttäter noch eine Chance, dass das Verfahren eingestellt wird. Auch ein eingestelltes Verfahren ist kein Freispruch, das bleibt in den Akten, das ist ein Freispruch zweiter Klasse. Das heißt nur, wir verfolgen das nicht weiter. Und wer in Bayern sowas mal hat, der sollte den nächsten nicht erwischen lassen, zum Beispiel bei seinem Umzug, weil wenn die Polizei dann anhält und sieht, das ist ein Giftler, dann packt man erstmal aus und wird nochmal komplett gefilzt. Dummerweise vergisst gerade die bayerische Polizei besonders häufig, das Zeug dann nach den entsprechenden Fristen zu löschen. Dass auch wirklich Strafen dort mitunter im gewaltigen Umfang erteilt werden, ist auch Fakt. Also es gelten ja die gleichen Strafvorschriften für Cannabis wie für Kokain, wie für Heroin. Und es gibt da einige Konstellationen, die relativ
schnell in, dass man von einfachen Vergehen wirklich in das, in die Kriminalität, in Verbrechenskategorien kommt, wo es dann Mindeststrafen 1, 2, 5 Jahren gibt. Das ist zum Beispiel, wenn man eine nicht geringe Menge anbaut. Das betrifft gerade Menschen, die sagen, ich habe keine Lust auf Schwarzmarkt, ich möchte saubere Qualität haben und ich möchte auch keine organisierte Kriminalität unterstützen, die selbst anbauen. Da reicht mitunter schon eine Pflanze aus, um ein Verbrechen zu begehen, das entsprechend bestraft wird. Oder wenn dann noch kommt, dazu kommt, dass man vielleicht ein Pfadfindermesser zu Hause hat, dann ist das dann Handel mit einer nicht geringen Menge und einer Waffe dabei. Da reden wir dann von Mindeststrafen von 5 Jahren aufwärts. Das ist ein ganz konkreter Fall, 7 Pflanzen und ein Pfadfindermesser. 5 Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Wir haben Menschen, die angeschwärzt werden, die dann wegen 4 Gramm und Bildern einer Pflanze auf dem PC 90 Tagessätze erhalten, also auch vorgestraft sind. Leute, die wegen anonymen Anrufen und Hanftee als Speiseöl verurteilt werden oder das Verfahren zwar eingestellt wird, aber man trotzdem auf 1000 Euro Kosten sitzen bleibt. Oder ein Fall in Bad Württemberg, es wurden ein paar Konsumenten hochgenommen und jemand hat gedacht, er kriegt weniger Strafe, wenn er jemanden verpfeift und hat gesagt, der hat doch auch was zu Hause, der dealt. Dann rückten dort erstmal, der war nicht zu Hause, aber die Eltern waren begeistert, die Polizei ein, inklusive Hunde. Gefunden wurde eine undefinierbare Menge Haschisch, also Krümel. Er wurde dann verurteilt zu Sozialstunden wegen Cannabis, das ausschließlich in seinem Geständnis, das er der Überweise abgegeben hat, auftauchte. Seine weitere Karriere bei der Bundeswehr war auch vorbei. Das, um nur ein paar Schlaglichter zu geben, was alles hinter diesen Zahlen steckt und welchen Sinn und Zweck das jetzt hat, möchte ich doch stark in Zweifel ziehen. Also das wird dann auch im Bericht der Drogenbeauftragte mitunter als Reduktion von Angebot und Nachfrage bezeichnet. Man könnte jetzt, wenn es um andere Substanzen geht, auch eine ganze Menge erzählen. Da haben zum Beispiel die Kollegen von Yes eine sehr klare Meinung, was Heroin angeht. Und welche Effekte dieser Versuch hat, mit Verboten und mit der Polizei Substanzen einzudämmen, das haben die USA auch schon mal rausgefunden mit der Alkoholprohibition, deren Haupteffekt das war, dass die organisierte Kriminalität, Al Capone und die Mafia sich amerikaweit ausbreiten konnte. Man hat es dann relativ schnell wieder sein lassen. Und nur weil der Konflikt in Deutschland auf deutlich niedrigerem Niveau rumköchelt, heißt es nicht, dass wir nicht auch Hells Angels haben, die verdienen, dass wir viele Kollateralschäden haben. Und in Mexiko sieht man beispielsweise, da wird diese Strategie aufs Extrem getrieben. Man hat versucht, noch mehr Repressionen zu machen, noch mehr Repressionen, haben das Militär eingesetzt. Und das Ergebnis sind Zehntausende Tote und Kartelle, die inzwischen so stark sind, dass sie den Staat regelmäßig öffentlich herausfordern, indem sie teilweise selbst Militärstützpunkte angreifen. Das wäre dann das Ergebnis, wenn man es etwas extremer treibt. Welche Effekte hat man? Naja, ein Versuch ist ja, Angebot und Nachfrage zu reduzieren. Und gut, das sieht jetzt wieder erstmal kompliziert aus, aber das sind jetzt erstmal Konsumentenzahlen. Das waren 12 Monatsprävalenzen bei jungen Menschen innerhalb von Europa. Und wenn der Versuch mit Strafrecht, Angebot und Nachfrage oder erstmal die Nachfrage zu reduzieren einen Effekt hätte, dann müsste man ja im Vergleich von den Niederlanden, wo es bekanntlicherweise jeder ab 18 legal kaufen kann, und anderen Staaten irgendein Unterschied erkennbar sein. Und wenn es etwas gibt, wenn man Durchschnittszahlen von Europa sucht, kann man fast immer die niederländischen Zahlen suchen, die liegen nicht immer bei allen Konstellationen im ziemlichen Durchschnitt. Und ansonsten haben wir ein wildes Sammelsurium an anderen Prävalenzen, das Anteil der Bevölkerung, die konsumieren, teilweise in Staaten mit harter Repression, hoher Konsum oder niedriger Konsum, liberale Länder mit hohem Konsum, mit niedrigem Konsum. Es ist kein Zusammenhang zu finden. Wer sich gerade dafür und für den Inhalt der nächsten Grafik nochmal detaillierter interessiert, da gab es auch eine schöne Studie im British Medical Journal, wie man systematisch alle möglichen Indikatoren, wie zum Beispiel Konsum, Preise etc. analysiert haben weltweit und auch zur Erkenntnis kam, es gibt keinen Einfluss. Der Staat hat nicht die Möglichkeit, Angebot oder Nachfrage signifikant durch das Strafrecht zu beeinflussen. Das sieht man auch an den Drogenpreisen, das sind jetzt europaweite Drogenpreise von 1999 bis 2008. Es schwankt ein bisschen, die Tendenz ist klar erkennbar. Könnte man auch für Deutschland sich anschauen, wie sich da die Preise entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Sie sind am Sinken und die stärkste Korrelation, die es hier gibt, ist die Ausweitung des globalen Handels. Und mit der Globalisierung sinken die Drogenpreise und
der Drogenhandel ist nicht mehr aufzuhalten, außer wir würden die Globalisierung rückgängig machen. Wir merken, Angebot- und Nachfragenreduktion, diese Politik scheitert an ihren eigenen Ansprüchen. Weitere Nebenwirkungen, die wir so haben, auch hier wieder ein bisschen über Cannabis hinausgeht, wir haben immer wieder Fälle von Milzbrand bei Heroinkonsumenten, wo Milzbranderreger gefunden werden in Heroin. Das ist schon eine relativ alte Zahl, das sind inzwischen, taucht immer wieder auf. Also man muss sich auch hier überlegen, also das, was dort Menschen konsumieren, wenn das auf einem Kinderspielplatz gefunden würde und analysiert würde, und man würde da Milzbrand finden, dann würde die Zeitung mit den großen Buchstaben aber ganz groß schreiben, dass ein Biowaffenanschlag auf Deutschland ausgeführt wird. Diese Schlagzeilen, was den Milzbrand angeht, bei den meisten Zeitungen nur eine Randnotiz. Wir hatten 2008 die größte Bleivergiftungswelle seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Dort wurde aus welchen Gründen auch immer Cannabis mit Blei, Bleisulfat gestreckt. Und es gab dort eine dreistellige Anzahl an Betroffenen und Dutzende Menschen, die jetzt über Jahre lang heftige Medikamente nehmen dürfen, um dieses Schwermetall wieder aus ihrem Körper zu bekommen. Stellungnahme der Drogenbeauftragten Betzing damals, ja, der konsumiert doch halt einfach nicht. Ende der Diskussion. Ich könnte mit Wurmmitteln in Kokain, die dummerweise Ohrläppchen abfaulen lassen, weitermachen und beliebig vielen anderen Dingen, die Effekte dieser Politik sind, die Effekte eines illegalen Schwarzmarktes sind. Das würde, wenn man Heroin in der Apotheke bekommt, nicht versichern. Und Dr. Grotenherr würde mir sicherlich zustimmen, dass die Bleibelastung von Petrogramm Cannabis dann doch nicht existiert. Wir akzeptieren mit unserer Politik schon seit Jahrzehnten, dass es einen Schwarzmarkt gibt, dass es diese Parallelwelt gibt. Wir haben das inzwischen hingenommen. Mit allen negativen Ursachen, inklusive dieses Qualitätsproblem, inklusive der Unterstützung organisierter Kriminalität. Also auch dort spielt Cannabis eine Rolle. Das bringt zwar nicht so viel Profite wie für den Heroin oder Kokain, aber das ist eine gute Grundlage für Hells Angels und Co. Eine gute Geschäftsgrundlage, weil das geht immer. Und damit lässt sich ganz gut Geld verdienen, halt über die Masse und nicht über die Profite pro Gramm. Ein weiteres Phänomen, was wir haben, das jeder, der in der Drogenberatung arbeitet, kennt das Phänomen nur zu Genüge. Wir haben das Ausweichen auf Legal Highs, auf Spice und Co., wo Kräutermischungen im Internet vertrieben werden, wo keiner so genau weiß, was drin ist. Und selbst wenn man weiß, welche Inhaltsstoffe drin sind, diese vollkommen unerforscht sind. Also wir haben den Effekt, dass durch die Illegalisierung, teilweise auch wegen des Führerscheinsrechts, weil diese Substanzen nicht so gut nachzuweisen sind, Menschen von sehr gut erforschten Substanzen wie Cannabis auf einem riesigen Feldversuch teilnehmen mit diesen Legal Highs, wo wir keine Ahnung haben, was in ein paar Jahren passieren wird. Streckmittel Blei war jetzt nur das extremste Beispiel, aber wir haben deutschlandweit Funde von unterschiedlichsten Verunreinigungen im Cannabis. Sei es Brix, das ist so eine Plastikmischung, Glas, Metallspäne, alles Mögliche, was auch sicherlich nicht dazu beiträgt, dass das Cannabis harmloser wird. Wir haben soziale Nebenwirkungen, ich habe schon kurz erwähnt, Probleme der Familie, Schule, Arbeitsplatz, Lehre. Und was haben wir noch als einen Effekt dieser Politik oder was ist eine Grundlage dieser Politik? Naja, dass die Drogen als beliebiger Sündenbock für alles Mögliche halten können. Das ist auch ein gewisses politisches Phänomen. Man kann die Drogen, die Konsumenten für alles Mögliche verantwortlich machen, weil das sind ja die anderen, die konsumieren ja nicht unsere Drogen, was auch von eigentlichen Problemen ablenkt. Und auch die These, dass es eine friedliche Koexistenz zwischen Drogenhilfe und Repression geben könnte, muss dann doch klar abgelehnt werden. Wer den Fall in Mainz mitbekommen hat, dort gab es auch ein niedrigschwelliges, das Café Balance, ein niedrigschwelliges Angebot, wo dann Verdacht war, da könnten ja Drogen gehandelt werden, da könnten Drogen sein und dann auch mit der Hundertschaft da reingeritten wurde, der ganze Laden auseinandergenommen wurde, mehrere Angestellte auch inhaftiert wurden, mit dem Effekt, dass die offene Szene in Mainz plötzlich wieder vollkommen präsent war, minimalste Mengen gefunden wurde und inzwischen auch ein Gericht gesagt hat, dieser Durchsuchungsbefehl war rechtswidrig. Das war eine vollkommen übertriebene, maßlose Aktion. Und diese Fälle finden wir auch in Deutschland immer wieder, dass auch Drogenhilfeeinrichtungen das Ziel von solchen polizeilichen Ermittlungen wird. Jetzt wäre die Frage, naja, wenn das denn alles nicht so toll ist, welche Argumente würden denn für eine andere Politik sprechen? Dann sage ich, da brauche ich keine Argumente mehr.
ein Zitat von Raphael Gassmann, DHS. Nach so vielen Jahrzehnten ergebnisloser Diskussionen sind wir nicht mehr an Glaubenssätzen, Meinungen oder Allgemeinplätzen zur Prohibition interessiert. Wir erwarten Beweise. Für die Vorteile der Prohibition wurden auch keine vorgelegt. Dagegen, was gegen die Prohibition spricht, diese werden zu Jahr mehr. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Außer die Grundlage von Drogenpolitik, von Suchtpolitik, wird zur Geschmacksfrage. Und wenn so eine Nachricht, die ich finde sehr klar ist, inzwischen jetzt bei der DRS angekommen ist, sollte man sich doch zumindest die Frage stellen, warum die Politik nicht mehr mit Alternativen diskutiert. Ich sage ja nicht, dass wir alles ganz anders machen müssen, aber wenn man sich diese Bilanzen anschaut, diese Einzelfälle und die großen Massen, warum wird denn nicht mal darüber diskutiert, ob man es anders machen könnte? Wenn man bei CDU und SPD, bei den großen Volksparteien anklopft, dann erntet man nur, wir wollen nichts ändern. Die SPD ist zwar immer gegen Repression, will aber nichts ändern und die CDU wird eher noch lieber viel mehr Repression betreiben. Auch noch ein Argument, warum, also ein Ansatz, warum es eigentlich keine Argumente braucht, für eine andere Drogenpolitik, zumindest für sie nachzudenken. Wir haben in Deutschland einen Rechtsstaat und die Grundlage oder das Maß alles staatlichen Handelns ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Jegliches staatliche Handeln muss sich daran messen lassen, dass der Zweck legitim ist, naja gut, die Bevölkerung vor abhängig von schädlichem Gebrauch zu schützen. Das mag ein legitimer Zweck sein. Dann schon zur Frage kommt, ob denn das Drogenverbot geeignet ist, Jugend, Menschen zu schützen, dann müssen wir feststellen, scheinbar nicht. Es konsumieren mehr Menschen als in den Niederlanden. Es wird niemand davon abgehalten, die Preise sinken. Damit muss man doch die Geeignetheit dieses Mittels stark in Frage stellen. Und dann ist doch die Frage der Erforderlichkeit und der Angemessenheit. Also der Frage, gäbe es denn nicht ein Mittel, das weniger restriktiv ist, das weniger stark ist, um den gleichen Effekt zu erreichen? Weil man sollte nicht vergessen, wir reden hier vom Strafrecht. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert, das dem Staat zur Verfügung steht, um Handeln zu beeinflussen. Wir haben darunter Ordnungswidrigkeiten, wir haben Steuersysteme, wir haben alles Mögliche darunter an weniger starken Mitteln, an weniger starken Eingriffen in Grundrechte. Und wir greifen hier, obwohl die Geeignetheit mindestens mal mit einem dicken Fragezeichen zu versehen ist, hier zum schärfsten Schwert und wollen nicht mehr drüber nachdenken, ob es nicht andere Wege gäbe. Warum gibt es denn keine andere Drogenpolitik? Naja, also man könnte jetzt sagen, das sind doch gewisse Evidenzen vorhanden. Na gut, die spielen ja bekanntlicherweise keine Rolle in der Drogenpolitik. Das haben wir gesehen bei der Morphinbehandlung. Das sehen wir bei Drogenkonsumräumen. Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung lebt in Bundesländern, wo es keine Drogenkonsumräume gibt. Und durch die Morphinbehandlung, wir hatten eine große Modellstudie. Das hat trotzdem Jahre gedauert, bis ein Gesetz erlassen wurde. Und jetzt, ich glaube, es ist 5 Jahre her, dass das Heroin zu einer Kassenleistung wurde. Es hat jetzt 5 Jahre gebraucht, dass eine neue Praxis eröffnet wurde, obwohl es eine Kassenleistung inzwischen ist. Es hat 5 Jahre gebraucht, um über die Modellstandorte hinaus dieses Angebot zu machen. Kann ich kurz noch reinhaken an der Stelle? Diese ganze Frage, warum sich in Sachen Repression so wenig getan hat in den letzten Jahrzehnten, kann das nicht auch was damit zu tun haben, dass wir zum Beispiel diese große Welle gerade in, sagen wir mal, progressiven oder fortschrittlichen Teilen der Bevölkerung haben, die Leute, die sagen, hey, ne, wir wollen lieber Nikotin verbieten, das Zigarettenrauchen ist ungesund, dass so eine allgemeine Gesundheitswelle dazu führt, dass eben das ein bisschen zu Kosten der Freiheit, wie ich sage, der Freiheit des Einzelnen geht und dass das ein bisschen auch in den Bereich reingeht. Wenn ich zum Beispiel an die Grünen denke, das ist meine Partei, da gab es eine Busfraktion, früher die für die Legalisierung war, beziehungsweise Entkriminalisierung. Heute sehe ich eine große Gruppe, die eher sagt, nein, das ist alles Teufelszeug von Zigaretten angefangen, am besten wenn all denen. Jein. Also wir haben, sicherlich gibt es diesen Trend und ich finde es teilweise fatal, wenn argumentiert wird. Also man kann zum Thema Nichtraucherschutz, zum Thema Alkoholreglementierung erstehen, wie man möchte. Aber ich kriege ziemlich einen Hals, wenn das als Argument gezählt wird. Wir wollen doch bei Tabak und Alkohol restriktiver werden, dann dürfen wir bei Cannabis zum Beispiel doch nicht liberaler werden. Dann sage ich, das sind 2 vollkommen unterschiedliche Baustellen. Denn wenn ich irgendwo das Rauchen verbiete in einer gewissen Räumlichkeit, dann schränke ich den Konsum da ein und mache eine Ordnungswidrigkeit raus.
Oder ich kann 0 Promille Grenzen einführen und wer besoffen ein Auto fährt, kriegt dann schon ab dem ersten Schluck ein Problem. Aber es würde niemand, also auch selbst in der Grünen Partei würde vermutlich kaum jemand, wenn ich einfach da draußen auf der Parkbank sitze und sonst kein Mensch um mich herum ist und ich ein Bier trinke und eine Zigarette rauche, mir die Polizei an den Hals setzen. Und deswegen sind das zwei vollkommen unterschiedliche Debatten. Das eine ist Strafrecht, mit dem wir hier vorgehen. Wir gehen davon aus, dass die Polizei, wenn sie nur diesen Joint-Stumme sieht, in den eiskalten See, wie er fliegt, muss eigentlich dahin rechtlich gesehen jeder Polizist dahinterher hüpfen. Das möchte vermutlich niemand bei Alkohol und Tabak oder zumindest keine relevante Größe. Diese Gesundheitswelle insgesamt, das müsste sich ja dann zum Beispiel auch widerspiegeln in Bevölkerungsumfragen. Und da merken wir, ist die Bevölkerung sehr viel weiter als die Politik. Es gab zum Beispiel eine MDET-Umfrage vor ein paar Jahren, die das mal analysiert hat. Da hatten wir so ca. 40% der Bevölkerung, die gesagt haben, lassen wir so, wie es ist. Wenn ich sage, okay, gut, ihr werdet im Parteispektrum von der CDU abgebildet. Ist ja in Ordnung. Wir hatten 20-30%, die sagen würden, Legalisierung von Cannabis sollten wir machen. Ich würde mal sagen, okay, die werden vielleicht von Linken, Piraten, Grünen irgendwie abgebildet. Aber dieser riesige Block von 40%, die sagen, eine Entkriminalisierung wäre sinnvoll. Wir wollen nicht, dass die Polizei Jugendliche jagt, nur weil sie kiffen. Die finden leider keine Repräsentanz im Parteiensystem. Das müsste eigentlich, nach der einfachen Logik, zum Beispiel die SPD übernehmen. Sie tut es nicht. Wir haben in der Bevölkerung schon seit Jahren eine Mehrheit für eine liberalere Cannabispolitik, die sich in keinster Art und Weise bei den Volksparteien widerspiegelt. Es ist eher ein Phänomen, dass ich kein anderes Thema kenne, wo die Fronten derartig festgefahren sind. Innerhalb der CDU gibt es, was weiß ich, beim Thema Homosexualität eine riesige Bandbreite zwischen den Meinungen. Welchen Schwerpunkt, aber es gibt eine Bandbreite an Meinungen. Ich habe jetzt dieses Jahr endlich mal jemanden von der CDU kennengelernt, der sich vorstellen könnte, da ein bisschen was im Bereich Entkommunisierung zu machen. Ansonsten rennt man dagegen eine Wand. Hätte eine Antwort von der Schule gehabt. Wieder der Hand oder? Gut. Gehe ich jetzt wieder ins Detail. Also wir merken, also das und diese Anteil der Bevölkerung, die sagen, ja, wir würden eine liberale Politik unterstützen, wächst stetig. In den USA sind es inzwischen 65%, die sagen würden, ja, wir wollen Cannabis legalisieren. Das einzigste Bemerkenswerte, sagen unsere US-Kollegen an diesen Schlagzeilen, ist, dass sie nicht mehr bemerkenswert sind, weil die 50%-Marke wurde mal geknackt und es steigt halt nur noch weiter. Interessanterweise parallel zur Zustimmung zur Homo-Ehe. Das nur so für den Hinterkopf, wo wir in Deutschland ja durchaus weitergehen. Also, wir haben ein Problem mit der Politik, wir haben ein Drogenpolitikproblem und das werde ich ja gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Wir haben auch ein Informationsdefizit, das ist noch ein zweiter Punkt in der Bevölkerung, weil viele Menschen, die kein Problem damit hätten, wenn Cannabis entkriminalisiert würde, sehen nicht die Priorität da drin, weil sie zum Beispiel dieses Ausmaß an Repression nicht sehen. Auch ein Problem in der Politik, auch gerade in der Grünen Partei, die alle glauben, ist doch entkriminalisiert. Ja, in Berlin vielleicht, aber nicht in Bayern. Das Drogenpolitikproblem, das zeigt sich dann an Aussagen, oder schon ein bisschen her, von einem Herrn Stoiber, der irgendwas erzählt, dass wenn ein freien Genuss von Cannabis befürwortet, tausende Tote in Kauf nimmt. Und wir sagen, gut, der ist ja inzwischen Demokratieabbaubeauftragter der EU, was interessiert uns der noch? Gut, wir haben eine Frau Merkel, die zwischen 2 Jahre her vor laufender Kamera auf YouTube verkündet, dass wir der Meinung sind, Cannabis ist eine Droge, das ist ja auch international so und selbst der Konsum von geringen Mengen schafft sehr, sehr hohe Abhängigkeiten, auch im Vergleich zu Alkohol und Tabak. Als sie das verkündet hat, da ging der Aufschrei in der Fachwelt so weit, dass selbst Menschen von Alkoholabstinenzverbänden, die mir traditionell nicht so nahe stehen, sich unglaublich solidarisiert haben, weil sie gesagt haben, diese Banalisierung von Alkohol und Tabak, die Frau Merkel hier betreibt, entbehrt jeglicher Grundlage, ist unglaublich kontraproduktiv und Cannabis ist nicht so gefährlich. Aber das sagt eine der wichtigsten Frauen der Welt. Und wenn wir uns dann noch unsere liebe Frau Marlene Mortler, die neue Drogenbeauftragte, anschauen, die ja selbst sagt, dass sie sich mit Drogenpolitik nur am Rande beschäftigt hat und eigentlich lieber Agrarpolitik weiterhin macht. Ich kann diese Frau als Drogenbeauftragte nicht ernst nehmen. Wenn sie twittert über den Geist und hier schön zu sehen ist, also wir haben hier Drogenbeauftragte
Frau Hassefeld, CSU-Landesgruppe. Die Besetzung dieses Postens, ich frage mich bei jeder Drogenbeauftragten aufs Neue, schaffen Sie den Niveau Limbo nochmal und Sie schaffen es aufs Neue. Das ist ein Affront gegen jeden Menschen, der in der Drogenhilfe arbeitet, gegen jeden Betroffenen, gegen jeden, der irgendwie mit diesem Thema zu tun hat, weil man sieht, welche Priorität es hat. Wenn diese Frau, die einfach schon x-mal nicht Landwirtschaftsministerin geworden ist, auf diesen Posten abgeschoben wird und ihn noch schlimmer macht als Dittmanns, die war wenigstens ein bisschen geschickter. Also wenn so eine Frau, wenn die Prioritätensetzung der Bundesregierung bei einem Thema wie Drogen, was alle Substanzen angeht, so ist, dass das mit so einer Person besetzt wird, dann weiß man, wie ernst sie Alkoholtote nehmen, wie sie Abhängigkeit nehmen und wie sie die gesamte Arbeit der Drogenhilfe zu schätzen weiß. Gar nicht. Ein weiterer Punkt, warum sich nichts ändert, und da muss ich dann auch der Drogenhilfe vielleicht einen gewissen Vorwurf machen, warum bleibt denn alles so ist? Wem nützt das Ganze denn? Ja, wir haben Polizisten, die jagen Gesetzesverbrecher, weil es ihre Aufgabe ist, Gesetzesverbrecher zu jagen. Und die Therapeuten, was machen die? Die kümmern sich dann um die Therapiebedürftigen, die in immer größerem Ausmaß von Polizei und Gericht geliefert werden. Und da würde ich im Prinzip auch an die einleitenden Worte nochmal denken, dass der Anteil der Cannabiskonsumenten in den Beratungseinrichtungen in die Höhe stellt. Da muss man sich fragen, wieso? Nicht, weil viel mehr Leute konsumieren, da komme ich gleich. Nicht, weil es gefährlicher ist, weil viel mehr Leute Probleme haben. Oder das nur im sehr geringen Umfang. Naja, weil wir zum Beispiel Änderungen bei der Einstellungspraxis haben, was geringe Mengen angeht. Weil es dann heißt, okay, wir klopfen dir auf die Finger, du bekommst einen Sozialstunden und die Auflage zur Drogenberatung. Das hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Und wenn man sich den Anteil derer schaut, die wegen gerichtlicher Auflagen in die Drogenberatung gehen, die Drogenberatung draußen wegen ihren Führerschein, dann schnellt das in die Höhe. Laut Statistik haben wir ca. ein Drittel dieser Leute, die in Drogenberatung kommen, die haben kein Problem. Die haben teilweise schon Monate vorher nicht mehr konsumiert. Wir haben ein Drittel, die haben ein gewisses Problem. Es ist gut, dass es Beratung gibt. Und bei dem anderen Drittel ist das spannend, die haben dann teilweise zwei Diagnosen, was Amphetamine, Kokain und Heroin angeht. Dann würde mich auch mal im Detail interessieren, wie sowas zustande kommt. Auf jeden Fall haben wir die Therapeuten, sind beschäftigt und die Berater. Und dann haben wir noch die Pharmaindustrie, was hat die? Die verkauft Lösungen in Pappschachteln, die wollen inzwischen auch schon CBD verkaufen als Mittel, um Cannabisabhängige zu behandeln. Und die Ärzte verschreiben das ganze Zeug, weil sie haben ja Lösungen. Die Apotheker verkaufen das Ganze und was machen Forscher? Ja, die kriegen einen Auftrag, findet mal neue Risiken, was Cannabis angeht. Und dann finden sie auch das. Wenn ich Probleme suche, finde ich diese. Und es gibt leider ganze Generationen an Forschern, Drogenforschern, gerade in Deutschland, die Karriere gemacht haben, weil sie der Politik Argumente geliefert haben. Nicht, weil sie objektiv berichtet haben, sondern weil sie Argumente gesucht haben, Risiken gesucht haben. Und da hat Dr. Grotenheim ja zum Beispiel das Schizophrenie-Risiko ja zum Beispiel mal in einen gewissen Kontext gestellt. Und das gibt es, was viele andere Diagnosen Probleme angeht auch. Wenn dann relative Risiken um 50% steigen, dann klingt das erstmal viel. Wenn man sich anschaut, wie groß das Gesamtrisiko ist, das absolute, fällt das teilweise unter ferner Liefen. Was machen dann die Medien? Die schreiben dann drüber über alle Probleme, über Millionen Konsumenten, die kein Problem haben, das schreibt keiner. Aber wenn einer Problem hat und austickt, wird der Zusammenhang hier gestellt, wird immer gerne gemacht, also in welchem Zusammenhang Cannabiskonsum dann erwähnt wird und was das irgendwie die Ursache sein könnte, ist faszinierend. Und die Politik kümmert sich natürlich wieder drum. Und so haben wir einen gewissen Teufelskreis. Auch, ich mache hier mal ein bisschen schneller, haben wir eine gewisse Dauerhysterie, jüngere Konsumenten, höherer THC-Gehalt, mehr Konsumenten, trotz Verbot, Einstiegsalter, also die BZGA sagt, seit 97 konstant. Es ist ja, sind ja viele subjektive Eindrücke, die vielleicht Drogenberatungsstellen haben. Das Einstiegsalter an sich sinkt nicht. Liegt übrigens auch so mit 16 Jahren weit über dem Einstiegsalter bei Alkohol und Tabak. Die Jugend kifft mehr. Naja, also BZGA, also das sind jetzt regelmäßige Konsum, 30-Tages-Prävalenz, 12-Monats-Prävalenz, Lebzeit-Prävalenz. Also die Explosion bei den Kindern und Jugendlichen sehe ich hier irgendwie nicht. Man kann auch diese Statistiken in Frage ziehen, aber was hier teilweise in den Raum gestellt wird und in den Medien transportiert wird, ist so nicht belegbar. Eine Ursache des Ganzen ist, dass gewisse Thesen immer wieder auftauchen. Einstiegsdroge. Cannabis ist eine Einstiegsdroge, sagt Frau Eichhorn, ehemalige Drogenbeauftragte der CSU, sagt die Apothekenumschau. Ist auch für 3/4 der Menschen, die gegen eine Legalisierung sind, das Argument. Ich meine, die Fakten kennt hier jeder. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, das sich 94 geäußert hat. Ich könnte jetzt viele Quellen nennen, aber es gibt ja die schöne DHS-Broschüre, die hier ausliegt.
die sagt, die ist keine Einstiegsdroge, nehmen die Kovac-Leiber-Studie, die ganz gezielt hier Stellung nimmt. Wir haben Körner, wir haben Truckcom, ein Angebot der DZGA, also quasi der Bundesregierung selbst. DHS, alle sagen das. Selbst das BKA hat 1993 schon kritisiert, dass in dieser Diskussion Mythen genutzt werden und die Einstiegsdrogenthese genauso ein Mythos ist, der die Diskussion versaut. BKA 93. Naja, das hören wir vor 2 Jahren im Bundestag. Professor Thomasius. Das Thema Cannabis sei eine Einstiegsdroge ist doch. Also es wird von den Linken als Halbklon dargestellt. Das ist nicht der Fall. Es ist immer noch nicht widerlegt. Und er führt eine riesige Liste an Korrelationen auf. Wir wissen alle, dass Korrelationen halt keine Kausalitäten sind. Deswegen sehe ich das als ganz gezielten Versuch, diese Debatte wieder zu torpedieren. Wir haben einen Staatsanwalt Patzak, der zwar sagt, ja, Einstiegsdrogenthese ist ja widerlegt. Nicht jeder landet bei harten Drogen. Aber seiner persönlichen Erfahrung nach haben sie doch alle mit Cannabis angefangen. Er wird wohl unsere Steuergelder bezahlt. Bringt euch da im Bundestag. Ja, Frau Betzing äußerte sich so, die GdP äußert sich so und auch hier der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen der gleiche Mist. Obwohl wir es wissen, dass es anders ist. Was wissen wir auch, was auch mal akzeptiert werden muss? Wir wissen, dass Cannabiskonsum an sich noch keine Vorstufe für eine behandlungsbedürftige Krankheit ist. Wissen wir. Wir wissen auch, dass wenn die Menschen abhängig werden oder einen tödlichen Gebrauch haben, dann hat das üblicherweise eine Ursache jenseits der Substanz und ist auch zu einem gewissen Punkt unabhängig von der Substanz, denn egal welche Substanzen existieren, ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung, wo es die Ursachen gibt, werden Missbrauch betreiben, egal mit welcher Substanz. Wir wissen, wird nicht geschützt, der Konsum wird nicht reduziert. Wir haben einen Schwarzmarkt, der Substanzen gefährlicher werden, als sie sein müssten. Cannabis in der Apotheke hat kein Blei. Wir wissen den THC-Gehalt von Petrocannabis. Wissen wir alles. Wir haben eine riesige Ressourcenverschwendung oder Einsatz von Ressourcen im Bereich Polizei, was an anderer Stelle fehlt. Dazu gleich noch ein schönes Beispiel. Und die Glaubwürdigkeit von Prävention und Hilfe leidet da auch unter. Jeder junge Mensch, der sieht, wie sich Leute die zusaufen und es kein Problem ist. Und den ganzen Tag mit Schlot rauchen, aber Sie, wenn Sie mal Cannabis konsumieren, kriegen Ärger. Das glaubt kein Mensch und wenn es eine wichtige Sache gibt für Prävention, für Arbeit mit jungen Menschen, dann ist das Glaubwürdigkeit. Und mit dieser inkohärenten Politik ist man unglaubwürdig. Kriminalität, Kosten, könnte ich weiter ausführen. Vielleicht ein Punkt nur hier, also 2 Punkte. Auch wieder Zitate von Herrn Gassmann. Die Frage, wie gefährlich ist Cannabis, ist nicht die relevante Frage für die Legalisierungsdebatte. Und wenn das Rotkrebsrisiko um 70% steigt oder um 50%, das ist nicht die relevante Frage, sondern bringt dieses Verbot mehr Vorteile, als es Nachteile bringt. Das müssen wir in Zweifel ziehen. Auch diese Debatte um diesen nicht kontrollierbaren THC-Gehalt, der immer wieder durch die Medien geistert, das neue Gen-Killer-Gras, weiß der Teufel was. Selbst wenn, und da muss man auch zum Beispiel die Zahlen von Herrn Patzak sehr genau auseinandernehmen, da merkt man nämlich gerade, das ist eher am Stagnieren. Und selbst wenn es da ein Problem gibt, selbst wenn wir das Problem haben, dass die Sorten immer mehr auf THC-Gehalt gezüchtet werden, damit haben sie weniger CBD und damit steigt durchaus das Risiko von Psychosen. Dann ist das doch eine Folge des Verbotes. Und eine Folge des Verbotes kann ja nicht als Begründung für das Verbot gelten. Also da werden auch Debatten geführt, die sich im Kreise drehen und vollkommen jeglicher Logik umwehren. Wir können das anders machen. Weltweit, es wird probiert. Also die Welt bewegt sich. Gott sei Dank, weil Deutschland bewegt sich ja gerade nicht. Wir haben in Washington, in Colorado und Uruguay. Ist Cannabis zu Genusszwecken legal? Seit dem 1.1. mit in Colorado verkauft. Der Effekt, Kriminalität in Denver sinkt. Und es gibt Millionen Euro, Dollar Steuereinnahmen. Ansonsten ist nicht viel passiert. Der Tourismus boomt ein bisschen. Es gab 3 Tage nach der Legalisierung, gab es in einer Satirezeitung, Online-Zeitung, einen Bericht über die 37 Cannabis-Toten in Colorado. Und wie schlimm doch alles ist. Und die Leichenhallen füllen sich. Es sollte eigentlich den meisten Menschen relativ klar sein, das ist Satire. Es wurde von Polizisten geteilt, es wurde von der schwedischen Justizministerin geteilt, weil sie es geglaubt haben. Da merkt man mal wieder, da der Wunsch, der perverse Wunsch, Vater des Gedanken war. Wir haben inzwischen, sind es nur glaube ich mehr, 22 Staaten, wo Cannabis als Medizin legal ist in den USA. Das ist mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung haben inzwischen Zugang zu Cannabis als Medizin. Weitaus mehr als in Deutschland, praktisch.
in Portugal. Portugal hat vor über 10 Jahren gesagt, das Strafrecht hat nichts zu suchen, wenn es um Konsumenten geht. Wenn ihr nur eine gewisse Menge, so 10 Tagesbedarf bei euch habt, dann ist das kein Fall mehr für die Strafgerichte. Zeug muss doch beschlagnahmt werden, aber das Einzige, was ihr bekommt, ist eine Auflage, zu einer Beratung zu gehen. Da ist dann Psychologe, Jurist und man unterhält sich ein bisschen und wenn, das kann sinnvoll sein, um Hilfe zu vermitteln. Aber wenn die Leute merken, der hat kein Problem, der kifft nur gelegentlich, dann geht man wieder nach Hause und bekommt keine Strafen mehr. Es wurde der Untergang des Armenlandes an die Wand gemalt in Portugal. Es ist nichts passiert, außer, das habe ich jetzt leider nicht mehr rausgesucht bekommen, dass zum Beispiel die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Portugal hatte eine riesige HIV-Welle. Der Grund intravenöser Drogenkonsum von der Top-Ursache unter Ferner Liefen gefallen ist, vor einer Handvoll Jahren, um einen Effekt zu nennen. Wir haben die Niederlande, dort ist die Welt auch nicht untergegangen, nur weil da jeder 18 kaufen kann. Wir haben Cannabis-Social-Clubs in Spanien und Belgien, wo Menschen einfach ihr Zeug zusammen anbauen und ansonsten passiert nicht viel. Das ist im Prinzip das große Spannende, also eine Legalisierung oder eine Intravenösierung würde erstmal, abgesehen vom Wegfall der Repression, gar nicht so viel ändern. Das belegen diese Beispiele und ich hoffe, dass diese Bilder Eindruck schinden. Wer sich dafür interessiert, wie man es anders machen könnte, dann kann ich schon mal Literatur empfehlen. Nach dem Krieg gegen die Drogen, Modell für einen regulierten Umgang. Das ist eine Broschüre, die eine britische Stiftung rausgegeben hat. Wir von Akzept haben sie übersetzt. Link kommt gleich. Da wird durchexerziert, wie man es anders machen könnte. Ein konkreter Vorschlag wäre, Cannabis Fachgeschäfte. Schaffen wir doch einfach Fachgeschäfte. Ich möchte das Zeug nicht an der Tanke haben, ich möchte es nicht an der Straße haben, kaufen wir Fachgeschäfte. Wo informiert wird, wo jeder Drogenberater, jeder Mensch, der Prävention betreibt, jubeln sollte, ich kann endlich Konsumenten gezielt ansprechen, ich kann gezielt Menschen erreichen, ich kann die Informationen, die die Menschen brauchen, ihnen geben. Und nicht, wer vor der Schulklasse mit der Gießkanne nicht Konsumenten, Gelegenheitskonsumenten, Dauerkonsumenten, Problemkonsumenten irgendwie versuchen, einen Rundumschlag zu machen. Ich möchte persönliche Lizenzen der Jobinhaber. Aber wer gegen Jugendschutz verstößt, der ist seine Lizenz weg. Sollten wir auch bei Alkohol so machen. Wenn wir das machen würden, also nicht nur Testkäufe, die dann keine Folgen haben, sondern den Leuten einfach die Lizenz entziehen, dann wären Jugendschutz aber plötzlich ziemlich existent in diesem Land. Werbeverbote, Automatenverbote, auch das Dinge, die wir bei den legalen Drogen haben sollten. Strafen, wo andere geschädigt werden. Verbraucherschutz, Jugendschutz, Straßenverkehr. Das war's. Was könnte man damit alles finanzieren? Mal ein Beispiel, damit wir mal zeigen, wir haben die Wahl. Wir haben heute die Prohibition. Wir haben 140.000 Strafanzeigen wegen Cannabis jedes Jahr wert. Das kostet circa 1 Milliarde. Wir haben nebenbei keine Konsumreduktion, keinen Jugendschutz, keinen Verbraucherschutz, keine gezielte Informationsangebote. Die Drogen sind weder qualitäts- noch Wirkstoff kontrolliert. Wenn wir das Geld umschichten würden in Hilfe, ich habe das mal ausgerechnet, 23.000 zusätzliche Stellen im Bereich Förderung der Drogenmündigkeit. Also 23.000 Stellen von Suchtberatern, die wir neu schaffen können, die den Staat keinen Cent kosten, wenn wir das bei der Polizei wegnehmen. Das entspricht circa einer Vollzeitstelle pro 500 Schüler, beziehungsweise eine halbe Stelle für jede Schule Deutschlands. Es gibt da relativ wenig Bedarfsforschung. Ich würde mich ja gerne an Bedarf orientieren. Also Bauchers würde ich sagen, wenn jede Schule Deutschlands eine halbe zusätzliche Fachkraftstelle hätte, also nicht ein Lehrer, der rausgedeutet wird, nicht der Polizist, der dann zu Besuch kommt, sondern eine halbe Stelle, die nichts anderes macht, dann hätten wir Präventions- und Beratungsarbeit in dem Umfang, dass es wirken könnte. Abgesehen von anderen Dingen. Und diese Wahl haben wir. Das ist die Frage, die sich uns stellt. Wollen wir weiterhin Prohibition betreiben? Wollen wir weiterhin Polizisten eine Beschäftigungstherapie verschaffen, unabhängig von den rechtsstaatlichen Problemen? Oder wollen wir sagen, wenn wir schon Geld da haben, stecken wir es in sinnvollere Dinge, die vielleicht mehr bringen. Geht davon aus, dass es mehr bringt. Was ich auch nicht möchte, und da komme ich wieder auch ein bisschen auf die legale Drogen, das ist eine schöne Grafik, die darstellt, ganz vereinfacht, welche Schäden, welche sozialen und Gesundheitsschäden Drogen haben können, je nach Politik. Wenn ich extreme Prohibition betreibe, dann bin ich in Mexiko. Dann habe ich Regionen im Land, wo ich das Militär schicken muss, wenn ich irgendwas machen möchte. Wir haben allgemeine Verbote, vielleicht ein bisschen Inkriminalisierung und so. Oder wir haben eine legale Regulierung, das war eine strenge. Hier drüben, leichte Regulierung. Kommerz, das haben wir heute bei Alkohol und Tabak. Das geht mir zu weit. Ich denke, da gibt es einen guten Mittelweg zwischen keiner Regulierung bei Schwarzmarkt und keiner Regulierung bei reinem Kommerz. Also auch eine verantwortungsvolle Regulierung für Alkohol und Tabak dringend nötig. Dann hätten wir auch Kohärenz in der Drogenpolitik. Das bringt übrigens genau dieses Buch von Transform mit sich.
Was haben wir denn so riskiert? Ein Konsumanstieg? Gerne behauptet. Der Untergang des armen Landes und jeder kifft nur noch oder jeder nimmt alle möglichen an Drogen. Wir wissen, und Kollege Reubert ist da Spezialist für solche Zahlerhebungen, es gibt, egal welche Konstellation man sich anschaut, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Härte der Strafverfolgung und des Cannabisgebrauchs. Das kann man europaweit vergleichen, man kann Gesetzesänderungen an unterschiedlichen Staaten vergleichen, man kann die Angleichung von Ost- und Westdeutschland betrachten, internationalen Vergleich. Es gibt keinen Zusammenhang. Wir wissen, weil wir sehr viel unterschiedliche Politiken weltweit haben, wurde das getestet. Und wenn es nach allem, was wir heute wissen, nicht im Ansatz einen Hinweis gibt, dass es einen Konsumanstieg geben könnte, dann kann das wohl kaum als Argument gelten, es nicht mal zu versuchen. Und selbst wenn mehr Leute es mal probieren, hin und wieder mal machen oder regelmäßig machen. Meine persönliche These ist, dass wir durch das Mehr an Prävention, durch das Mehr an Beratung, durch die weniger Schäden, durch Streckmittel, durch eine bessere Kontrolle des Wirkstoffgehaltes, selbst wenn es einen gewissen Anstieg gäbe, weniger Probleme hätten. Und die Reduktion von Problemen sollte das Ziel von Drogenpolitik sein. Nicht den Konsum verhindern. Der Konsum kann versuchen, Mittel zum Zweck zu sein, aber eigentlich Probleme mindern. Was auch denkbar wäre, das wird sehr spannend in Colorado und Washington zu betrachten, gibt es eine Verlagerung von Alkohol zu Tabak, von Alkohol zu Cannabis. Und wenn man sich die volkswirtschaftlichen Schäden von Alkoholkonsum anschaut und die Schäden durch Cannabiskonsum, dann würde, das hat nur US-Forscher mal ausgerechnet, das war jetzt auf die USA bezogen, wenn wir 10% weniger Alkoholkonsum hätten durch Cannabis-Legalisierung und eine Verdopplung der Cannabis-Probleme, hätten wir volkswirtschaftlich unter dem Strich gesehen Profit, weil die Probleme bezüglich Alkohol signifikant größer sind als bei Cannabis. Soziale Vorteile. Wir hätten endlich einen offenen Umgang, was die Substanzen angeht. Eltern könnten mit ihren Kindern darüber sprechen. Ein Lehrer kann vor unserer Klasse stehen und sagen, ja, verdammt doch mal, ich kiffe auch gelegentlich mal, lasst uns mal auf der Ebene drüber unterhalten. Was wir heute haben, ist, wie wenn der gesamte Sexualaufklärungsunterricht in den Schulen von katholischen Nonnen durchgeführt würde. Wohl vielleicht irgendjemand vermutet, vielleicht hatten die ja auch mal oder so. Aber sie dürfen nicht drüber sprechen. Es gibt in manchen Bundesländern noch eine Anzeigepflicht von Lehrern, wenn sie Cannabis, irgendwas mit Cannabis rausfinden. Eine Anzeigepflicht. Wie sollte da Vertrauen herrschen? Die gesamte Ausgrenzung, die stattfindet, das Verhindern von Drogenkultur. Drogenkultur ist für mich der Schlüssel für einen vernünftigen Umgang. Soziale Regeln, viel mächtiger als irgendwelche Strafgesetzbücher. Mein persönliches Steckenpferd, Harm Reduction, gibt es im Bereich Cannabis quasi nicht. Es gibt, das wurde vorhin erwähnt, zum Beispiel diese Verdampfer. Also die Möglichkeit, Cannabis nicht mit Tabak zu verbrennen, sondern einfach die Wirkstoffe rauszudampfen. Was zu signifikanten Reduktionen der Risiken führt und auch was das Abhängigkeitsrisiko angeht. Und, das wäre jetzt auch noch der politische Aspekt, wir würden auch den Weg für Cannabis als Medizin freimachen. Weil, was Dr. Grotenherrn nur angedeutet hat, ist, die Verhinderung des Einsatzes von Cannabis als Medizin oder viele andere psychoaktive Substanzen, die auch hohes therapeutisches Potenzial hätten, ist eigentlich Prohibitionsdenken, weil man Angst hat, es geht dann außer Kontrolle. Das hat man in Kalifornien gesehen. Umso mehr Menschen Cannabis als Medizin nutzen, umso normaler wird es. Und wenn die Menschen sehen, der holt das aus der Apotheke und es geht die Welt nicht davon unter, dann wird natürlich auch das Gesamtverbot weiter in Frage gestellt. So, ich komme zum Ende und noch ein paar Literaturtipps. Also, muss ich keine abschreiben, kommt alles unter www.alternative-drogenpolitik.de, poste ich das alles nochmal. Wer das noch mal ein bisschen detaillierter haben möchte, wer unterschiedliche Handlungsmodelle sich anschauen möchte, dem empfehle ich Entkriminalisierung und Regulierung von Stöber und Lehnert. Das haben wir für die Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben, wo man noch sehr viel mehr ins Detail geht, wie man mit Substanzen umgehen kann. Also noch sehr viel kleinteiliger von unterschiedlichen Entkriminalisierung und Legalisierungsschritten. Es gibt das Werk von Transform, Modelle für einen regulierten Umgang, wo doch viel allgemeiner und viel abstrakter, aber auch sehr schön geführt, also man wird mit als betatete Patschhändchen genommen und durch die Ideen geführt, durch alle Fragen geführt, die sich man zu stellen sollte. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt den Bericht der Global Commission on Drug Policy, wo hochrangigste ehemalige Politiker vertreten sind, die ihre Sicht der Dinge mal präsentiert haben. Gibt es dankenswerterweise auch inzwischen auf Deutsch. Frank Klempe von der Linken sei Dank, der hat das übersetzen lassen. Ein Rundumschlag über das Thema liefert auch Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten und Legalisierung von Drogen. Das wiederum nur als wirklich als Buch erhältlich, den ganzen Rest gibt kostenlos als PDF.
Wer sich das Thema Legalisierung mehr interessiert, empfehle ich Marijuana Legalization, What Everybody Needs to Know. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, das das gesamte Thema sehr neutral abklappert im Frage-Antwort-Stil. Aufpassen, viele Fragen und Antworten sind auf die USA bezogen. Das ist nicht alles direkt übertragbar, aber es ist sehr schön, wenn man die Liste aller Fragen vor sich hat. Und das wird demnächst veröffentlicht werden, ist ein alternativer Drogen-Suchtbericht. Denn wir von Akzept und einige freudige Organisationen haben uns gedacht, es steht so viel nicht drin im Drogen- und Suchtbericht. Die Repressionen und viele andere Dinge werden nicht erwähnt. Das Thema Cannabis als Medizin wurde mal erwähnt und kommt jetzt nicht mehr, obwohl wir Probleme haben, obwohl wir eine Unterversorgung haben. Und auch viele Punkte mehr. Innerhalb der nächsten Wochen wird dieser veröffentlicht werden. Und ich kann eben die Lektüre nur empfehlen, weil dann merkt man mal, worüber überall nicht gesprochen wird. Gut, das war soweit mein Vortrag zum Thema. Ich hoffe, ich konnte ein paar Anstöße geben und ja, Fragen, Diskussionen. Ja. Vielleicht noch das eine Wort zum Thema harte Urteile. Das betrifft Konsumenten genauso. Noch viel mehr. Die wollen selbst anbauen und bekommen die gleiche Keule ab, wenn sie selbst anbauen. Also das kennt auch das Gesetz, kennt keinen Unterschied zwischen Cannabis und Heroin. Und es kennt auch keinen Unterschied zwischen Patienten und Nicht-Patienten. Sollte man auch nicht vergessen, die werden genauso bestraft für ihren eigenen Anbau wie die Nutzkonsumenten. Ja, Fragen, Diskussionen, immer damit. Wir haben ja vorhin vorgeschlagen, man könnte das in entsprechenden Läden verfolgen, wie jetzt zum Beispiel in Holland. Stellen Sie sich da vor, dass man das da so wie da einfach hingeht, wenn man 18 ist, ein Perso vorzeigt und sagt, oh, ich hätte gerne zwei Gramm davon, zwei Gramm davon. Oder dass man quasi sich eintragen muss, dass man das da erhält. Weil das kommt ja auch immer wieder als Vorschlag. Meine Befürchtung dahingehend wäre immer, dass es dann so ein Register gibt von den Kiffern. Und dann wird es irgendwann wieder abgesetzt und dann haben wir die alle schon mal schön in der Kartei und dann können wir die zu Hause vorbeikommen. Ja, das ist natürlich eine Befürchtung, die es gibt. Davon halte ich auch relativ wenig. Auch was angeht, kann man auch wiederum im positiven Sinne vielleicht auch den Alkohol- und Tabakvergleich ziehen. Ich werde nicht registriert, wenn ich einen Kasten Bier hole. Eine letale Dosis Alkohol ist rund um die Uhr für jeden erhältlich, auch für Jugendliche, die es eigentlich noch nicht bekommen dürfen. Deswegen der Registrierungspflicht macht keinen Sinn. Man könnte sich überlegen, dass man zum Beispiel eine symbolische Höchstabgabe pro Einkauf macht. Natürlich lässt sich sowas wieder umgehen, aber manchmal hilft auch Symbolpolitik im positiven Sinne weiter. Das wäre ein Modell, wo es auch deutlich persönlicher wird. Das hatte ich jetzt nicht direkt aufgezeigt. Das ist zum Beispiel auch das Modell von Uruguay. Das finde ich persönlich perfekt. Die haben einmal die Option eröffnet. Man kann bis zu 9 Pflanzen privat für sich anbauen. Für Eigenbedarf. Weil man nichts mit Rest zu tun haben will. Oder man kann es in der Apotheke kaufen. Oder man kann zusammen anbauen. Das ist diese Idee des Cannabis Social Clubs. Also Let's Grow Together. Was auch in Spanien und in Belgien real existierend ist, dass man quasi sich nach Genossenschaft vor allem zusammentut, zusammen anbaut und auch einen gewissen Konsum gemeinsam pflegt, weil ich glaube, was da an sozialer Kontrolle stattfinden kann, an Gesprächen mit Gleichgesinnten, hat einen viel größeren reglementierenden Faktor als alles, was von außen kommt. Und da habe ich dann wieder im positiven Sinne einen persönlichen Kontakt. In den Vereinen wäre man dann auch Mitglied, also irgendwie schon registriert, aber halt auf einer nichtstaatlichen Ebene. Und wenn man unbedingt Registrierung machen möchte, etc. pp., haben wir auch Modelle, dass das nicht ein Staat machen muss. Wir haben, oder auch zum Beispiel was Drogenführerschein angeht, dann, wir haben Blutspendeausweise, das funktioniert komplett über das Rote Kreuz und so. Da gibt es keine zentrale Datenbank des Staates. Persönlich würde ich sagen, umso muss man eben aufpassen, je höher ich die Schwelle hebe, umso mehr Leute bleiben auf dem Schwarzmarkt, den ich abschaffen möchte. Darf ich kurz vorweg was sagen, weil ich habe ja auch ein bisschen so Kritik an Drogenhilfesystem. Ich bin da anderer Meinung, sonst wären Sie jetzt auch nicht hier. Also das Drogenhilfesystem ist sehr breit gefächert und es gibt ja sehr seit Jahren Tendenzen, dass wir auch kritisieren die Politik, dass wir auch die Bedürfnisse unserer Klienten wahrnehmen, auch Führerschein und diese ganzen anderen Probleme, die gibt es und deshalb sind Sie auch da, damit wir auch in Diskussion miteinander kommen und austauschen und was verändern. Das ist die erste
Sache. Die zweite Sache, ich sehe aber trotzdem, es gibt eine steigende Anzahl, seit ich in der Drogenhilfe arbeite, fast 20 Jahren, von Cannabis-Abhängigen, die nicht über gesetzliche Auflagen kommen, die für sich eine Abhängigkeit definieren. Mag sein, dahinter verstecken sich auch diverse andere Probleme, aber der Anstieg ist nicht, also die ist gegeben. Natürlich gibt es auch einen hohen Anteil von Menschen, die kommen mit Auflagen, Führerscheinverlust und, ne, das ist problematisch, aber dieser Teil gibt es auch und da bedarf es auch Forschung, da bedarf es auch Hilfen und man darf nicht so sehr dichotome Sichtweise haben, schwarz-weiß, das eine ist wichtig, das andere falsch. Ich glaube, Hand in Hand ist trotzdem nach wie vor der richtige Weg und dafür sind wir auch, oder bieten solche Tagungen an. Deswegen, den zusätzlichen Pläne-Bereich Drogenprävention, ich bin sofort dabei. Das kommen wir hier an. Ja, ich wollte nur noch kurz fragen, was ist denn Ihre Position, Ihre Rolle? Wenn Sie Bundesbeauftragte sind dazu, oder vom Staat oder von der Regierung, dann müssten Sie doch praktisch da auch mit einwirken können. Ihren, ja, also ich sitze im Bundesvorstand von Akzept. Das ist ein privater Verein für akzeptierende Drogenarbeit und normale Drogenpolitik. Also insofern bin ich da kein, der Staat zahlt mir leider noch nichts für meine Tätigkeit. Und ansonsten arbeite ich zum Beispiel für den Deutschen Handverband, also einen Legalisierungsverband. Deswegen mache ich professionelle Drogenpolitik. Und aus dem Staat habe ich da noch nichts zu tun. Vielleicht werde ich irgendwann mal Drogenbeauftragter oder so. Mal schauen. Guck es auf. Genau, dann machen wir einfach mal hier so die Runde weiter. Ja, dann auf Herrn May bezogen. Wenn wir jetzt sehen, dass immer mehr Jugendliche halt in diese Drogenberatungsstellen kommen, der Konsum aber doch auf einer relativ gleichen Basis, ist doch eigentlich genau das, was wir haben wollen. Das heißt, dass die mit dem Konsum haben, halt in Beratungsstellen kommen, die allerdings keine Probleme damit haben, dass sie weiter konsumieren könnten. Also das wäre, beziehe ich im Studium halt auch die noch Drogenarbeit. Ich kann mir doch vorstellen, dass man doch genauso ein zweideutiges System haben kann. Also Drogen einerseits liberalisieren, andererseits aber halt auch natürlich, wie die Probleme damit haben, durchaus aufzufangen und da quasi da Hilfe und Unterstützung zu bieten, wo es halt gebraucht wird. Und ich glaube, dass wenn man aus der Idee herauskommt, einen Schwarzmarkt zu entwickeln und eine Parallelwelt existieren zu lassen, die sich quasi von jeglichem Regulieren abhält, so, dann kriegt man doch die Konsumenten. Also ich glaube, dass man noch mehr Konsumenten bekommt, wenn man es liberal hat und Anlaufstellen für die. Sehe ich im Prinzip genauso. Es gibt aber allerdings auch Untersuchungen, die belegen, dass sanfte Druck bei Jugendlichen sehr hilfreich ist. Also man sollte da auch Unterstützung bieten mit einem gewissen Druck und das ist auch hilft bei Jugendlichen. Wir reden jetzt von jungen Menschen, nicht von Erwachsenen. Das muss man wirklich voneinander deutlich kennen. Es ist aber ein Problem, wie jeder Raucher hier weiß, der schon mal aufgehört hat zu rauchen. Wenn jemand kommt und sagt, hör auf zu rauchen, es ist gesundheitsschädlich oder der Partner, was macht man? Eine Aversion entsteht, eine Abneigung, dann erst recht und lass mich in Ruhe. Und das ist bei Jugendlichen ja auch nichts anderes. Ne? Also wir begegnen, wenn wir Jugendlichen begegnen, dann sollten wir die tatsächlich unter anderen Bedingungen begegnen und nicht, weil sie nur mit Auflagen kommen, weil wir nur moralisieren, weil wir nur Drogen dämonisieren. Das sollen wir nicht tun. Ich glaube, die Drogenhilfe tut das auch nicht, aber wir sind auch unter dieser Gesetzgebung tätig und wir müssen uns auch an Recht und an die Gegebenheiten halten. Aber das, was machbar ist, machen wir auch. Ich denke, da machen wir auch sehr gute Jugend- und Präventivarbeit mit hoher Erfolg, das glaube ich. Noch eine weitere Säule, also Problemkonsumenten zu behandeln und ihnen zu helfen, da ist das Kind ja mehr oder weniger schon im Brunnen gefallen. Ich möchte mehr Drogenmündigkeit fördern, ich möchte präventiv agieren, weil das existiert in Deutschland praktisch nicht. Bei den manchen Gegenden macht die Polizei die Präventionsarbeit und die halten sich halt auch viel mehr an die staatlichen Auflagen und dort geht das Abstinenzdogma. Das Ziel im Bereich Prävention, was illegale Drogen angeht, das Ziel ist die Abstinenz. Ende Debatte. Da steht in allen offiziellen Richtlinien, deswegen macht die Polizei und die Bundeswehr das genau so. Da heißt nicht Don't Drink and Drive oder sauf nicht in der Schwangerschaft, sondern Abstinenz ist das Ziel. Und das ist natürlich, da kann ich keine Drogenmündigkeit entwickeln.
schon differenzieren. Also ich bin hier Präventionskraft bei der Drogenhilfe und habe sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit sowohl hier mit der Hildesheimer Polizei im Präventionsteam, was leider aus Personalgründen ein bisschen isolat ist seit einiger Zeit, aber auch mit Richtern, Staatsanwälten und besonders auch mit dem Jugendamt, dann mit der Jugendgerichtshilfe zum Beispiel. Und ich würde sagen, unter diesen Bedingungen, in denen wir im Moment sind mit der Legalisierung, haben wir da doch ganz gute Wege der Kooperation gefunden. Und das Präventionsteam der Polizei arbeitet hier zum Beispiel in ähnlichen Projekten wie ich auch, sodass wir das dann einfach, auch wenn sie einen anderen Anlass haben oder wenn sie andere Zielvorgaben haben, haben sie doch Möglichkeiten, sich da etwas mehr in die Breite zu stellen, indem wir uns vernetzen und Projekte gemeinsam anbieten. Und das Weitere ist, was der Herr von vorgeschlagen hat, finde ich super. Im Moment funktioniert es bloß nicht, dass Jugendliche die Probleme haben, dann herkommen. Ne? Sondern umgekehrt ist es so, dass derzeit, und da hilft es wieder mit der Illegalisierung bzw. mit der Zuweisung über die Jugendgerichtshilfe und in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und Gericht, dass Jugendlichen dann zu einem Reflexionskurs zu uns kommen können. Dann sind sie erstmal da, die wären vorher nicht gekommen. Mag sein, und das kann man von heute schlecht voraussehen. Also wir haben ja sehr viele positive Merkmale gehört, was so eine Legalisierung mit sich bringen könnte, und jetzt auf den Bereich der Jugendlichen bezogen, mag sein, dass sich das verändern kann. Aber das wissen wir von hier aus nicht. Eine Theorie, die ich habe, wäre die, dass durch die Enttabuisierung auch dieses Themas, ähnlich wie in der Sexualpädagogik, da vielleicht einiges entstehen könnte. Aber wir müssen ja derzeit erstmal damit arbeiten, was wir hier so vorfinden. Und da bin ich jetzt in meinem Bereich da noch ganz dankbar für. Über die Offenheit, was da machbar ist mit denen. Da hinten an mehr Meldungen. Die Samenfrage beantworte ich jetzt nicht hier vorne. Sie hatten ganz am Anfang kurz angesprochen, dass diese Prüfstelle da Probleme gekriegt hat. Also es gibt dafür früher, also ich glaube so um 95 ist es erstmals irgendwie größer angekommen, irgendwie so Prüfstellen, wo man hingehen konnte quasi, diesen Drug-Bus, wo man hingegangen ist, gesagt hat, hier, das Zeug, das habe ich auf der Straße gekriegt, was ist da drin? An was für einen Ton sind die denn jetzt gerade? Ich glaube, in Niedersachsen gibt es das nicht, aber wie ist es sonst in Deutschland? Das ist insofern sehr spannend, weil das ist also eine Front, wo sich ein bisschen was bewegt, mehr oder weniger. Also es gibt in Deutschland offiziell erstmal kein Drug-Checking, wobei man da auch ein bisschen differenzieren muss. Manchmal wird auch von Drug-Checking vorhin gesprochen, mit relativ einfachen Chemikalien zumindest so Nachweis geführt wird, ist zum Beispiel dieser Pill überhaupt MDMA drin oder nicht. Das ist legal, aber das fällt eher unter ferner Liefen. Das Drug-Checking, wo genau geguckt wird, wie viel Wirkstoff. Also das bezieht sich hauptsächlich auf Partydrogen, ist aber mehr, aber zum Beispiel auch für Cannabis, was zum Beispiel THC-Gehalt, Verunreinigung angeht, auch spannend. Dieses gibt es in Deutschland nicht. Ob das legal ist oder nicht, da streiten sich die Geister. Das ist mir persönlich auch eher egal, weil wo ein Wille ist, ist auch ein rechtlicher Weg. Das hat man zum Beispiel beim Thema Konsumräume gesehen, wenn alle am Strang ziehen. In den Niederlanden, in Österreich und Schweiz gibt es das, die machen das. Das ist ganz unspektakulär, teilweise auch sehr, sehr szenennah. Also da... Die haben mitunter auch einfach ein mobiles Labor und fahren auf die Partys direkt und können dort dann ganz genau den Leuten sagen, wie viel Wirkstoff ist in dieser Pille, ist da drin, was du haben möchtest, ist da was anderes drin, ist da was, wissen wir nicht, was da drin ist, was komplett Unbekanntes ist. Das funktioniert dort, die Erfahrungen sind entsprechend positiv. In Deutschland sind wir so weit, dass es in spannender Weise sogar im Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin drin steht. Also sehr überraschend, das hätte ich gedacht, dass das mal passiert. Praktisch passiert leider nichts, aber in Berlin sind wir da dran. Da gibt es eine Initiative, die da sehr kontinuierlich arbeitet. Es besteht die Hoffnung, dass das mal gemacht wird. Das wurde in Berlin schon mal in größerem Maßstab gemacht, auch so 95, 96, 98. Da wurde das gemacht zusammen mit der Charité. Die haben eh die Kapazitäten, dass sie so Sachen analysieren, weil sie das eben im Lehrunterricht machen. Das wurde dann von der Polizei beendet. Vor Gericht wurden alle freigesprochen. Aber dann hat halt die Polizei gesagt, könnt ihr gerne mal wieder machen, so ein Upgrade und so, aber dann jeder, der an euren Stand kommt, den nehmen wir halt mit. Es gibt auch in anderen Städten durchaus noch die Überlegung, das zu machen, auch zum Beispiel angedeutet an Drogenkonsumräumen, weil auch
gerade für Heroinkonsumenten wäre es ja sehr spannend zu wissen, was habe ich denn da eigentlich, welcher Dreck ist da drin oder nicht. Mal schauen. Also ich denke, wenn es eine Landesregierung gibt, die das machen möchte, vielleicht haben wir da Hoffnung Richtung Grüne, Barbara Steffens in NRW, die ist zumindest was so Fragen angeht, zumindest offener, vielleicht kommt das bald. Derzeit gibt es das leider nicht. Ganz kurz Klammer auf, was ein ganz spannender Effekt ist, den die meisten Leute nicht wissen. Damals, als das in Berlin gemacht wurde, das hat einen gigantischen Einfluss auf den Markt gehabt. Weil sobald Qualitätskontrolle existierte, was heute nur sehr geringen Umfang, eher Trial Error, was Error kann auch sehr fatal sein, Leute, sobald es da Qualitätssicherung gibt, verschwindet unglaublich viel Dreck ganz automatisch vom Markt. Merkt man auch gerade in Schweiz, Österreich, da ist die Drogenqualität, was Partydrogen angeht, sehr viel höher als dort, wo es kein Wörtchen gibt. Und zwar sieht man ja momentan auch, dass die Gründerindustrie am Hungertuch nach dann welchen Fallschlägen betreiben. Und dann ist es ja so, dass dieser Repressionsapparat auch richtig Personal bindet und Arbeitsplätze sichert in den Strafverfolgungsbehörden. Haben Sie denn eine Idee, was man denn jetzt bei Legalisierung von Cannabis stattdessen verfolgen könnte, um dort die Arbeitsplätze? Gut, das ist ein wichtiger Aspekt. Also auch bei der Kalkulation ist zwischen dem, was derzeit an Kosten, an Ausgaben entsteht und was einsparbar ist. Also der Einsparansatz ist eher geringer gewählt. Auch wenn man zur Polizei geht und sagt, ja, wir wollen hier nochmal irgendwie jede 20. Stelle wegrationalisieren, sind die nicht so begeistert. Die Polizei hätte genug zu tun. Es gäbe nämlich sehr personalintensive Dinge. Wirtschaftskriminalität, Umweltkriminalität. Ich kenne das von Berlin. Da liegen tausende Akten in diesem Bereich, wo man halt mehr machen müsste als nur ich. Ich meine, das ist ja das Schöne an Kifferjagen. Wenn ich meine Fallzahlen schön machen will, wenn ich meine Aufklärungsquote steigern will, ich weiß, wo sie sind, ich schule meine Leute und dann kann ich aufgeklärte Verfälle am laufenden Band produzieren. Aber es ist doch eine Dramatik der Gesellschaft. Es gibt immer weniger Menschen, auf die man mit dem Finger zeigen kann. Der böse Atomkraftgegner, der bringt es jetzt auch nicht mehr. Der letzte hat fast schon erkannt, Atomkraft ist jetzt auch nicht so das Dolle. Die bösen Homosexuellen, die dazu beitragen, dass unsere Bevölkerung auf Null sind, weil es eine ansteckende Krankheit ist, das hat letztendlich auch schon der Letzte erkannt, dass man die auch nicht mehr mit dem Finger zeigen kann. Dann können wir denen doch nicht auch noch die bösen Drogen abhängen nehmen, oder? Okay, wo gehen wir denn da? Da muss man ja auch mal. Ja, also gerade diese Sündenbock vom Polizei. Der ist durchaus ein spannender Punkt. Aber auch nochmal, was die Polizeifrage angeht. Also wie gesagt, in Berlin gibt es tausende Fälle in diesem Bereich, Umweltkriminalität, Wirtschaftskriminalität. Die werden einmal pro Jahr aufgeklappt. Weil man muss, die Fälle dürfen ja nicht liegen bleiben. Ich habe einen Stempel drauf gemacht, ich habe es mir angeguckt und zugeklappt. Tausende Fälle. Und man kann sich leicht überlegen, dass im Bereich Wirtschaftskriminalität, im Bereich Umweltkriminalität, Giftmüllverklappung, Korruption etc. die volkswirtschaftlichen Schäden, die dahinter stehen, gigantisch sind. Wenn man sich Steuersünder, wäre auch noch so ein Bereich, gibt es auch, also jeder neue Steuerfahnder kriegt ein x-faches seines Gehaltes an Steuerneueinnahmen. Wir haben den Bereich organisierte Kriminalität, Außenbereich, wo sich wenig drum gekümmert wird, weil will die Politik damit zugeben, dass wir organisierte Kriminalität in Deutschland haben, obwohl wir das Geldwäsche Land Nummer 1 sind, obwohl die Mafia hier wird halt weniger die Gewalt durchgeführt, das bleibt halt in Mexiko, aber die Geldwäsche. Und im Sachverstand ist auch für einen Polizisten natürlich bequemer, irgendwie ein paar Handfreunde hochzunehmen, als sich mit irgendeinem Hells Angel anzulegen. Aber da gibt es viel zu tun. Wäre ja nicht so, dass die alle arbeitslos würden oder sie könnten mal Überstunden haben. Das wäre vielleicht, wenn man sich anguckt, wie angespannt auch da die Lage ist, vielleicht auch nicht schlecht. Oder umschult irgendwann mal. Dann können die Leute, die derzeit mit Ihnen zusammenarbeiten, ja vielleicht einfach Uniform ablegen und denselben Job in der Drogenberatung machen. Ich würde jetzt, dann kommen wir in der Zeit, und nochmal einfach die Polizei ein bisschen verteidigen. Wir haben sehr gute Beziehungen zu der Polizei und ich weiß, dass aus diesem Land viele das auch kritisch sehen. Ich weiß auch von Klienten, dass sie untersucht werden und das kleine Bobbel in Pomponé wird nicht weggenommen, obwohl die Polizei das eigentlich machen muss. Also da gibt es auch ganz viele Menschen, die eigentlich Opfer des Systems sind und das auch kritisch betrachten. Wir hatten ja auch die Polizei hier, die kommen jedes Mal zu unserer Veranstaltung. Das finde ich auch sehr gut. Vielleicht noch eine letzte Frage und da müssen wir zum Schluss kommen. Zeit ist begrenzt. Aber ich renne auch nicht weg, also ich gehe dann auch vor. Okay, noch eine tolle Frage. Dann bedanken wir uns sehr herzlich bei dir. Wir bedanken uns auch.